Hallo und herzlich willkommen zu den heutigen Weekly News. Wir haben heute wieder Themen von der DayZ Standalone, was so in der 0.52 Version kommen könnte, und Dean Hall zieht sich als Projektleiter von der DayZ Standalone zurück. Mehr dazu nach dem Intro. Ja, hallo. Ich möchte ganz kurz darauf hinweisen, ich habe ein neues Projekt ins Leben gerufen, letzten Mittwoch oder Dienstag oder so. Projekt Community nennt sich das, da habt ihr die Möglichkeit mit uns zu zocken, ihr müsst euch nur bewerben. Guckt euch das Video für weitere Informationen an, ist dann selbsterklärend, wenn man sich's angeschaut hat, logischerweise. Okay, wir fangen an mit den News, und zwar gibt es bei der DayZ Standalone demnächst eine neue Innenperspektive des V3S. Das sieht dann so aus, ihr seht hier ein paar Screenshots, sieht ganz schick aus, ist halt detaillierter und so weiter. Da kommen wir auch gleich zum nächsten Thema, und zwar in der Version 0.52 werden wahrscheinlich diese nächsten Features unter anderem drankommen. Und zwar, wir haben auch schön viele Screenshots übrigens. Eine Winchester Mod 70 Alaskan, eine Kettensäge, ein Beil, ein Schwert, ein Hockeyschläger, die V3S Kommandozentrale Version, das neue V3S Armaturenbrett, das Rückspiegel-Feature von dem V3S. Bisher gab es das ja noch nicht, so ein Rückspiegel in der DayZ Mod bzw. in Arma 2. Das gab es nicht, das gibt es jetzt nur bei Arma 3. Und das wird damit eingeführt anscheinend. Autobatterien und ein neuer Truck-Auspuff. Dann vom Gameplay her eine Suizidanimation. Von der Zombie-Mechanik gibt es ein neues Zombie-Modell, und zwar der Farmer. Außerdem Zombies in Massen. Das bedeutet, Zombies werden demnächst wirklich in Massen spawnen. Also viel, viel mehr, als sie jetzt sind. Ich meine, jetzt ist ja ungefähr gar nicht so ziemlich. Also, ne? Dann außerdem neue Gebäude, ein Gefängnis und eine Kamensk-Mine. Außerdem neue Kleidung, alle Arten des Chili-Suits. Gefängnisuniformen, Lederhosen, Shorts für Frauen und Tunika in vielen Farben. So viel dazu. Es wird natürlich auch noch mehr kommen, aber das sind so die Features, die geplant sind, auf jeden Fall. Oder die wahrscheinlich geplant sind. So. Dann hat Dean Rocket Hall bekannt gegeben, dass er sich als führender Projektleiter zurückziehen wird und ein neues neuseeländisches Studio gründet, und zwar Rocket Works. Und der neue DayZ Standalone-Projektleiter ist nun David Storkak. Ich hoffe, oder Durkak. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Hier ist ein Bild von ihm. Sympathischer Mann. Was ist eure Meinung dazu? Würde mich mal in den Kommentaren interessieren, weil ich persönlich denke, dass Dean Rocket Hall zwar so den Grundeinfluss auf DayZ hatte, aber es jetzt keinen großen Unterschied macht, ob er jetzt geht oder nicht. Also, ich habe nichts gegen Dean Rocket Hall, aber ich glaube, die schaffen das auch ohne ihn jetzt schlecht reden zu wollen. Wirklich, ich finde den Typ super und aber ich glaube, das geht auch ohne ihn. Naja, meine Meinung. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Ich sehe gerade, die Weekly News sind sehr kurz geworden. Das war es auch schon mit News. Am Montag kommt dann übrigens die Fortsetzung zu der letzten DayZ Epoch-Folge, war ja ein übler Cliffhanger. Ich kann nur sagen, die nächste Epoch-Folge wird eine der actionreichsten bzw. eine der spannendsten Folgen, die ich in der letzten Zeit rausgebracht habe. Da könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Und ja, wie gesagt, wenn ihr vielleicht mal interessiert wird, mit uns zusammen zu zocken, mit unserer DayZ-Gruppe, auch mal andere Spiele zu spielen, dann bewerbt euch bei Projekt Community. Alle Infos findet ihr in der Beschreibung, beziehungsweise in dem Link in der Beschreibung. Ja, okay, das war's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag und wir sehen uns dann Montag. Haut rein!